Ja, es war eigentlich eine nicht ganz uninteressante Entscheidung bei mir, denn insofern war es so, dass ich mich insofern entschieden habe, weil dieser Lehrgang alles Mögliche bietet, was an und für sich ein FM heutzutage benötigt. Das heißt jetzt grundsätzlich von den rechtlichen Aspekten her, von den technischen Aspekten her, von den architektonischen Aspekten her. Generell ist es ja so, dass der FM-Lehrgang eigentlich das Managen von den Gebäuden, von den Facilities lehrt. Und das war für mich an und für sich ein sehr interessanter Aspekt und nebenbei von einer sehr, sehr guten Institution, von der Technischen Universität Wien, ausgeführt und durchgeführt. Das heißt, von der Reputation natürlich auch nicht ganz uninteressant. Er ist interessant, herausfordernd und einfach sehr wissenskonkret. Einfach Dinge und Zusammenhänge anders zu sehen. Das FM oder generell die FM-Disziplin ist ja sehr neu, rund 25 bis 30 Jahre. Man hat allerdings immer wieder Anknüpfpunkte zu anderen Disziplinen, zum Beispiel die Architektur. Die Architektur ist ja seit Jahrtausenden eigentlich schon so. Aber auch die Anlagentechnik bzw. Anlagenbau ist eigentlich seit der industriellen Revolution. Und als solches ist man als FM natürlich ein ganzer eigener Zweig, sehr exotisch auch heute noch von der Industrie. Und dieser Lehrgang ist auch noch für sich sehr davon geschaffen, dass man eigentlich sehr viele Werkzeuge mitbekommt, sehr viele Methodiken mitbekommt und als solches sie auch in Anwendung bringen kann. Natürlich, man muss sich in die jeweiligen Situationen dann hineinpassen. Man kann sie nicht eins zu eins übernehmen, aber grundsätzlich ist es eine sehr, sehr, sehr gute Plattform. Die besondere Herausforderung an puncto Universitäten ist natürlich, mit sehr, sehr knappen Ressourcen sehr, sehr viel zu bewegen. Vor allem für die Forschung, aber natürlich auch für die Lehre, den Dienstleistungsaspekt bzw. die ganzen Dienstleistungsservices näher zu bringen bzw. umzusetzen. Gerade in Österreich ist ja die Bildung bzw. die Forschung und Lehre eher stiefmütterlich behandelt, vor allem was die große Bevölkerungsmasse betrifft, haben wir nicht gerade den besten Stand. Aber nichtsdestotrotz ist es das täglich eine Herausforderung, mit sehr knappen Ressourcen umzugehen und die so effizient und auch effektiv als möglich einzusetzen. Einfach die Zusammenhänge zwischen den Teildisziplinen, die auch sehr gut bei dem Lehrgang rüberkommen, also wie gesagt architektonische Akzente, technische Akzente, vor allem auch die kaufmännischen Finanzakzente, aber auch diese ganze Legal Compliance, also Immobilienrecht, ja, Baurecht und so weiter, dass man hier die Zusammenhänge näher bringt und einfach weiß, auf was kommt es letztendlich an. Aber nichtsdestotrotz ist es alles fokussiert auf die Bedürfnisse der Nutzer. Und auf die kommt es letztendlich an. Und man ist immer wieder, ich sage mal, im Brennpunkt zwischen Hausherrn, Betreiber und eigentlich dem Nutzer. Es war schon förderlich und wird weiterhin sein, weil man natürlich mit diesem MBE sehr viele Verknüpfungspunkte auch hat. Man hat zum Beispiel in Sachen Security Verlinkungen. Man hat natürlich auch Verlinkungen in der Arbeitssicherheit. Man hat natürlich Verlinkungen im Baumanagement, ja, in der Bauplanung und, und. Das heißt also grundsätzlich hat man überall Verlinkungen, man ist sehr flexibel. Man ist jetzt nicht jetzt rein der statische Facility Manager oder früher hat man genannt auch der qualifizierte Hausmeister, das ist schon lange passé. Mit diesem Kurs bzw. mit diesem Lehrgang bekommt man wirklich das Rüstzeug auch in anderen Disziplinen mitzumischen. Die Highlights waren einfach, die Vortragenden als solches waren sehr amikal, das ganze Verhältnis war sehr amikal, es war jetzt nicht stur eine One-Man-Show, ja, und eine Einbahn-Vorlesung, sondern es war sehr interaktiv gehalten, sehr locker gehalten, man konnte sich sehr viel als solches
erfragen, diskutieren. Es hat auch kontroversielle Diskussionspunkte gegeben und das ist ganz, ganz wichtig. Also es war sehr heimelig. Auch die Atmosphäre direkt vor Ort war immer sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall dran zu bleiben, gleich von Beginn an, von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Sehr viele Fragen stellen, sich einbringen generell, vor allem in den Gruppenarbeiten. Man lernt sehr viel draus. Man glaubt zwar, alles zu wissen, vor allem wenn man etwas älter ist, unter Anführungszeichen, und schon gewisse Berufserfahrungen hat, aber man lernt trotzdem nie aus. Vor allem, man lernt sehr viel von der Gelegenschaft, man lernt sehr viel auch von der Praxis darin und natürlich vom wissenschaftlichen Aspekt, der auch sehr stark da mitgegeben wird durch diverseste Vorträge, Professoren etc. Also ich kann nur sagen, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute dranbleiben. Es ist ein harter Weg, man muss bedenken, es sind 2 Jahre und allerdings, man schließt es dann ab mit einem Master und das in einer recht renommierten Universität.